Ja, Markus, heute also erfolgreiche Inbetriebnahme der Cobot-Schweißzelle bei S&B. So ein Projekt hat ja immer, da müssen verschiedene Sachen zusammenwirken, verschiedene Ansprechpartner, verschiedene Leute müssen helfen, damit sowas am Ende realisiert werden kann. Kannst du das mal so ganz kurz beschreiben, wer das alles ist in diesem Fall hier? Ja, also in dem Fall von S&D Blechtechnologie war es so, dass die Anfrage über unseren Händler, die Firma Stausberg, kam und die Firma Stausberg dann an mich herangetreten ist und gefragt hat, inwieweit man so ein Objekt bzw. Projekt abwickeln kann. Und das geht dann weiter, dass ich mit dem Endkunden Kontakt aufnehme und mit dem spreche. Ich stelle dann unseren Ablauf vor bei dem Endkunden, sag, was wir so alles gemacht haben, was für Möglichkeiten wir haben, dass wir in unserem ITC Schweißversuche durchführen können. Und so läuft das dann langsam an. Wenn der Kunde Interesse hat, so wie das bei der Firma S&D war, kommen die dann zu uns und bringen Bauteile mit. Und dann können wir in unserem ITC diese Bauteile probeschweißen. Denn es ist natürlich so, wenn jemand so viel Geld ausgeben will oder muss auch teilweise, will er natürlich auch sicher sein, dass das alles funktioniert. Jetzt sind wir hier heute dabei gewesen, wie quasi die Zelle aufgebaut und in Betrieb genommen wird. Also quasi außer, sagen wir mal, Händler, dann wir als Hersteller des Robipacks, also der Schweißtechnik, auch der Stromquelle. Dann kommt ja aber immer noch ein wichtiger Part von dem Integrator. Genau. In dem Fall ist das OH Automate, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Und der Integrator verheiratet unsere Schweißtechnik mit der Robotertechnik, mit dem UR-Roboter, und baut auch rundherum die Zelle auf. In dem Fall von S&D war es so, dass die ganze Zelle CE-konform sein sollte. Und dann muss zwingend gegeben sein, dass die eingehaust ist und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dass man nicht während des Schweißprozesses in den laufenden Prozess eingreifen kann. Und das alles wird von der Firma OH Automate realisiert. Wir stellen unsere Schweißtechnik zur Verfügung und wie gesagt, die Firma OH Automate verheiratet das Ganze, stellt die Zelle zur Verfügung und baut diese dann auch beim Kunden auf. Genau, und auch das Schulungskonzept, was am Anfang dann stattfindet, ist ja auch so ein bisschen zweigeteilt. OH Automate haben wir heute auch schon ein bisschen erleben dürfen. Erläutert vor allen Dingen den Mitarbeitern, die Roboterprogrammierung und wie man den UR-Cobot bewegen kann und wie man ihn programmiert. Und dann kommt ja von uns noch jemand, der dann quasi tiefer in die Schweißtechnik einsteckt. Genau so ist es. Die Firma OH Automate kennt sich natürlich auch mit unserer Stromquelle aus. Die verheiraten, wie gesagt, das Ganze, bauen die beim Kunden auf, macht eine erste Inbetriebnahme und Schulung, stellen so die Grundlagen der Roboterprogrammierung vor und ziehen auch die ersten Schweißnähte. Und wir kommen dann nochmal mit einem Kollegen hinterher und machen dann wirklich eine Programmierung an einem Kundenbauteil und schulen dann praktisch an dem Kundenbauteil die Mitarbeiter des Endkunden. Ja, also vielen Dank nochmal. Ich hoffe, das hat ein bisschen einen Einblick gegeben, wie so ein Projekt ablaufen kann. Ja, und jetzt werden wir nochmal ein, zwei Fragen an den Kollegen von Stausberg stellen, dem Händler, der das Ganze initiiert hat. Ja, also da Sie ja die Anwendungen und die Bauteile hier bei S&D kennen, haben Sie ja schon auch eine Idee gehabt, was man sich vielleicht als für das Cobot-Projekt vornehmen könnte. Und können Sie das mal kurz beschreiben, wie das quasi losging von der ersten Kontaktaufnahme, Idee mit S&D, Zusammenarbeit, einfach mal so, wie das Projekt angefangen hat? Ja, kann ich machen. Also es ist so gewesen, dass ich die Firma S&D schon länger betreue, auch mit Absaugtechnik und Schweißtechnik. Und einfach die Bauteile gesehen habe, die die Firma S&D halt fertigt. Und meine Idee dann einfach war, hier, das können wir eigentlich automatisieren. Dann bin ich an den Geschäftsführer herangetreten, habe ihm halt eben diesen Flyer von Abicor, von euch, gezeigt, was machbar ist. Und dann sagt er, ja, okay, probieren wir aus, ne? Gucken wir mal, schauen wir mal. Dann habe ich natürlich, der Markus hat es ja eben schon gesagt, ich habe den Markus dann angerufen. Dann sind wir mit Muster zum Abicor gefahren. Das war letztes Jahr im Sommer. Da konnte sich die Firma S&D aber noch nicht durchringen, sowas zu realisieren.
Und da hat die Firma Abiko, also ihr habt da wirklich einen super Job gemacht, dass die Firma S&D sich dann letztendlich dafür entschieden hat. Und ich werde sie dann auch weiter betreuen mit den Brennern und Absaugungen und so. Das, was wir ja letztendlich mit euch machen, werde ich dann die Firma S&D und weiter betreuen dann. Ja. Super. So war es dann letztendlich.